Fabeln für Erwachsene. Die Natur der Hennen. Hera, das ist die Mutter der Götter und die Schutzgöttin der Ehe, lobte sich auf dem Marktplatz ihrer Keuschheit. Das hörte Aphrodite, das ist die Göttin der Liebe, und musste herzhaft lachen. Hera fragte sie nach dem Grund ihrer Heiterkeit. Und Aphrodite konnte sich gar nicht zurückhalten, über ein Gespräch zu berichten, welches sie mit einer Henne geführt hatte. Die Henne scharrte im Boden und erregte so die Aufmerksamkeit der Aphrodite, welche glaubte, die Henne würde hungern. So sprach die Aphrodite: Sag, was benötigst du zum Lebensunterhalt? Ich mag es dir beschaffen. Die Henne entgegnete: Ich bin genügsam, lass mich nur scharren und ich finde alles, was ich benötige. Aphrodite aber sagte: Sei nicht bescheiden, was muss ich dir anbieten, damit du das Scharren sein lässt? Da antwortete die Henne: Ich würde wohl satt mit einem Scheffel Weizen und wäre dir dankbar, aber bitte erwarte nicht, dass ich das Scharren sein lasse. Aphrodite ließ nicht locker und meinte: Nun sag schon, was ist dein Preis? Es ist unschicklich, dass du scharrst. Ich bin bereit, dir alles zu geben, was du forderst. Da konterte die Henne: Und wenn du mir die ganze Scheune überlassen würdest? Das Scharren gehört zu meiner Natur. Ich werde lieber sterben, als das Scharren aufzugeben. Nun lachte auch Hera, denn sie hatte begriffen, dass Aphrodite durch die Henne alle Frauen beschrieb und sah ein, dass es sinnlos ist, die Natur der Dinge zu verleugnen. Keine Strafe und keine Belohnung, und sei sie noch so groß, vermag es, die Natur der Dinge zu ändern. Zeus aber, das ist der Gott der Götter und der Gatte der Hera, hatte das Gespräch belauscht und umgab sich von nun an mit vielen Frauen. Merke, die Frauen lassen den Mann gewähren, der zu fragen versteht.